gehe ich mal von aus. Der sieht irgendwie fast so aus. Ich glaube, da können wir dann die Berggötter einsammeln. Oder die kleinen Viecher, die wir gesammelt haben. Alle paar Jahre suchen die Erdgötter den Frieden im Land. Und beten für eine gute Ernte. Ihr esst und trinkt? Die Zeit ist gekommen. Doch leider erinnert sich niemand. Niemand kommt. Vielleicht solltet ihr die Erdgötter vereinen. Du wirst eine gerechte Belohnung erhalten. Wovon redet er da? Dieser Erdgott will, dass wir seinesgleichen vereinen. Ah, er sagt, dass er uns dafür entlohnen will. Wenn ich sie für dich finde, musst du das hier entfernen. Du wirst entlohnt werden, aber nicht auf diese Weise. Tja. Hä? So, Notiz des Weisen, eine Schriftrolle von Erdgöttern. Ältesten beschreibt das Leben der Erdgötter. Einen Moment mal. Worum geht es hier? Ich mal. Was ist denn los? Drücke die Optionstaste. Ja? Um dir Schriftrollen. Vor allen Dingen Optionen, da steht Start. Was sagst du? Du wirst eine gerechte Belohnung erhalten. Da bin ich ja jetzt gespannt. Vielleicht gibt es einen Stab oder eine Jindoju. Das wäre richtig nice. Ah, wird es wahrscheinlich. So, Starttaste. Habe ich gemacht. So, Aufzeichnung. Notiz des Weisen. Ist es das? So, Notiz des Weisen. Erdgötter sind extrem scheu und halten sich meistens vom Blicken fern. Erdgötter verstecken sich vor Menschenmengen und Monster, die vorgehen Rio Orte, die Felsen und Blumenbeete. Blumenbeete, das ist ja das, was wir nicht hinbekommen haben. Und diese Lebenden beeinflussen ihre Umgebung. Da gibt es in der Nähe einer Wohnstätten manchmal seltsame Phänomene. Verdächtige Orte sollten also gründlich untersucht werden. Wenn man wirklich Erdgötter finden möchte, muss man das geistige Auge nutzen. Damit kann man auch Verstecktes sehen. Okay, also man müsste geistiges Auge, und dann würde man die halt natürlich sehen. Guck mal, da hinten, hier ist auch noch was dran. Mantis-Ei. Okay. Guck mal, da ist hinten in der Ecke. Was, Zinnober? Ach, mir juckt die Nase. Willkommen. Ach, guck mal, jetzt können wir auch Mitte herstellen. Kraftpille, Mitte, Trompetenbaum. Nö, alles nicht so gut. Nicht so gut. Marienkäfer. Mariechenkäfer. Das ist natürlich die Frage, ob es immer sichtbar bleibt, wenn man das sieht, oder ob man wirklich immer, ob man diese, also diese Sache immer wieder. Ach. Sieh nur, wir müssen ihn davon abhalten. Man kriegt da einen Stein im Kopf. Wo denn? Zählt doch nicht. Oh! Ah, da! Das sind doch Affen! Monsterzahn, das sind doch Affen. Sehe ich doch sofort. So, mal schauen. Haben wir was hier? Da werden wir wahrscheinlich nicht durchkommen. Wir gehen aber trotzdem erstmal hin. Schauen wir uns. Untersuchen. Nicht, dass wir hier nochmal zurück. Weil manchmal gibt es auch Spiele, wo man erst ein bestimmtes Ereignis aktivieren muss oder triggern muss, um dann halt weiterzukommen. So, okay, wir brauchen Schlüssel. Sieht aber aus wie ein nicht gewöhnlicher Schlüssel. Felsdorf, ich habe ein ungutes Gefühl. Achso, da können wir mit zur Statue zurück. Ah. Geistiges Auge. So, dann schauen wir nochmal. Hier blicken können. Da oben ist irgendwas. Oh, Trompetenbaum. Da ist das. Zwei Stück brauchen wir für einen starken Trank oder starke Kraftpillen.
Oh, war doch hier so ein Typ. Ach, okay, dann eben. So, da haben... Ach, das ist ein Blumenbeet. Okay. Aber mit den Erdhaufen, da muss auch irgendwas geben, ne? Das muss ja... Viele Häuser, aber keine Bewohner. Was für ein Chaos hier! So, den haben wir schon mal. Ja, das sind ja die normalen, ne? Also da ist ja jetzt nichts. Okay, da war der. Ah, wieder abgewehrt. So, jetzt gibt's erstmal hier ein paar. Zack, zack, zack. Und Klatscher. Reingauen. Okay. ...1200 brauchen wir für die eine... ja, für die eine Fähigkeit, um halt zu sprinten. So, da geht's hoch und da hinten ging's auch lang. Am besten wäre natürlich so eine Karte noch. So, wir gehen mal hier hoch. Geht doch? Ja. Und? Ah, dann kommen wir hier hoch. Was ist mit diesem Raum? Ja, was ist mit diesem Raum? Ich weiß nicht. Ich gehe mal gucken, was in diesem Raum ist. Gegenschlag. Bestimmte Angriffe kannst du mit Stühlen. Achso. Notiz, Talisman-Soldaten-Experiment. Erfolgt endlich haben wir Talisman-Soldaten, die einen echten Kampf durchhalten. Welche enorme Kraft und so gut wie unzerstörbar. Gegen ihre Rüstung ist kein Feind gewachsen. Trotzdem gibt es noch ein Problem. Während die Soldaten beim Angreifen und Verteilen nach vorne glänzen, wird sie leider durch Angriffe von hinten verletzbar. Ah, okay. Es gibt irgendwelche Gegner, die nur von hinten angegriffen werden können. So. Ah, das ist halt ein bisschen nervig, ja, jetzt, dass das immer halt... Ein Talisman-Soldat, von dem habe ich gelesen. Ja, haben wir eben gelesen. Wusstest du, dass sein Rücken seine Schwachstelle ist? Ja. Oh, was? Halleluja. Oh, nein, es bringt nichts, von vorne anzugreifen. Ja, Digga, ich weiß. Habe ich auch gelesen. Ja, ja. Okay, jetzt ist natürlich die Frage. Oh, was? Oh, er macht noch eine bessere Kombo. Okay. Ach, okay, wir müssen das Siegel denn abreißen. Ah, okay. Amulett des Lebens, ein Ritualamulett. Warte mal. Ja, irgendwas mit Ritual. Wahrscheinlich ein Lebensamulett, also falls wir sterben sollten, dass wir uns nochmal wieder erwecken können. Talisman Satan, ein Stück alter Rüstung aus hartem, robustem Material, farbig, nicht einfach. So, dann schauen wir mal, was hier drin ist. Bergkortschlüssel. Ah, da ist der Schlüssel. Haha. Achso, das ist nur zum Werfen. Okay. Gut. Dann, ja, das war's eigentlich. Warte mal, lag da noch irgendwas? Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Ich glaube, da lag noch was.
glaube, das lag noch was in der Ecke. Ach nee. Bloß ne, loslassen. Bloß eine Bank. Scheiße. 1 gegen 1. Ja, das hatten wir ja auch schon. Oh, hier sind noch Vasen. Hat Argo gemacht? Okay, das hatten wir schon. So. So, da oben geht's. Nee, da geht's. Gut, den Schlüssel haben wir. Ich weiß aber nicht, ob das für dieses Tor da hinten war oder. Wir gehen aber erstmal hier weiter. Oh, warte mal. Ach, wieder nur zum Werfen. Schade. Ah, vielleicht brauchen wir das gleich mal. So, da ist noch ein Tor. Hm. Oh, was? Ich weiß nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Gib irgendetwas stimmt. Ja, natürlich, wahrscheinlich schon. So, wir schauen aber nochmal kurz, ob hier irgendwas in der Umgebung ist, das wir vielleicht vergessen haben. Guck mal, da ist was. Da ist eine Bank. Gut, dann schauen wir doch mal in dieses Objektchen, in dieses Wohnobjekt. Ah, guck mal. Holztafel. Ja, unsere landfertigen Soldaten wachen über das Land, beschützen die Schlüssel zu seinem Tor. Die Schwachen und Bösen dürfen unser Entdecken nicht in die Hände bekommen. Eines Tages werden unsere Technik für ihre wahren Zwecke gebraucht. Okay. Ah, es sieht hier aus, als wenn hier die Rüstung. Als wenn hier die Rüstung hergestellt wird. So. Das ist so cool mit dem einen Bein immer so. Das ist schon lustig. Ah, siehst du, da ist noch ein Roboter. Oh, alter Schwede. Ah, nee, man kann da gar nicht hinkommen. Oder man hätte schleichen müssen, das kann auch gut sein. Okay, erstmal so. Okay, so. Gut. Schauen wir doch mal. Dass die hier gleich abreißen können. Ah, okay, das geht gleich beim ersten Mal. Vielleicht gibt es auch noch schwierige Roboter, die ein bisschen hartnäckiger sind. So, dann haben wir... Ja, natürlich. Ich bin Wukong, Junge. Was ist los mit dir? Wukong. Macht alle platt. Gut, dann haben wir hier nochmal einen Schlüssel. Ah, hier ist der blaue nämlich, siehst du? Es gab noch einen blauen. Haha, also jetzt haben wir einen roten und einen blauen Bergschlüssel. Dim, 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 dim. Tilgung, dann fährst du eine schwere Angriff. Unmittelbar. Vielleicht könnten wir irgendwo den Schlüssel benutzen. Ja, ich denke auch. Irgendwo. Na, Scheng, könnten wir den Schlüssel beim verschlossenen Tor nutzen? Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Ach, man hätte ja auch rum... man hätte aber trotzdem alle... Die ganzen Räume das hätte man trotzdem... Ein hübsches kleines Insekt. So selten. Ja, das versuchen wir uns jetzt zu... Monster! Wie kann man... Leichter Druckangriff. Ah, cool. Sieh dir dieses Licht an. Oh, warum?
Warum macht es mich kaputt? Warum greift es mich an? Ah, okay, das ist der Weg. So, was steht hier? Nicht lesbar. Ja, moin. Nicht lesbar. So, dann schauen wir nochmal bei die Umgebung. Irgendwas wird schon hier sein. Denke ich mal. Ach, guck mal hier, siehst du? Da ist auch so ein Erdhaufen. Aber diesem... Bei den anderen war da auch ein Erdhaufen und da haben wir auch diese Sicht gemacht und da ist nichts passiert. Ist ja mysteriös. Aber es ist cool, dass man jetzt auch untere Schläge machen kann. Also hier. Ja, schön Tornado-Kick. Das ist cool, ne? Also man hat einfach den hier. Auf einmal diesen Kick. Sehr cool. So, dann gehen wir erstmal zu... Na, das war ja sowas von klar. Okay, die haben wir. Ja, drei auf einmal, die sind einfach runtergejumpt. So eine Art Ninjas hier. Mal sehen, was noch passiert. Wenn wir jetzt wieder runterlaufen, wahrscheinlich kommen noch ein paar Ninjas. Aber wie gesagt, es gefällt mir sehr gut, das Spiel. Muss ich ehrlich sagen. Es ist auch sehr gut gemacht, ja, also. Warte mal, wir nehmen nochmal. Hast du noch diesen Schlüssel? Natürlich halte ich den Schlüssel. Währenddessen habe ich ihn verloren anscheinend. So. 7 Berggötter haben wir schon. Ich bin gespannt, was es denn dafür gibt. Gut, dann lass uns mal rein da. Okay, wieder ein neuer Abschnitt. Ich habe auch schon lange keine Karte mehr gefunden, ne? Da, Sheng, sieh mal! Hast du das durchs Stehlen gelernt? Ich habe genau hingesehen, als du diese grünen Monster und Geister in Rüstung bekämpftest. Es gibt viele seltsame Dinge in dieser Welt, nicht wahr? Du machst das völlig falsch. Du musst deine Hüften mehr bewegen. Meinst du etwa so vielleicht? Oder so? Ach, wie auch immer. Sehr cool. So, dann schauen wir doch mal, vielleicht haben wir ja wirklich schon was. Ah, erhöht von Technik wird deine Kombi stärken. Ach, die kann man gar nicht so investieren. Also man hat ja vorhin gesehen, dass man die Kombo verwalten kann oder Geist und Körper stärken kann. Man kann das aber nur durch die Erdgötter. Also so kann man das gar nicht verstärken. Das ist ja witzig. Dann machen wir das aber. Das magische Wasser, auch aus Dragon Ball bekannt, ne? So, jetzt haben wir eine weitere Kombo gelernt. So, beim nächsten Technik brauchen wir 8. So, dann machen wir noch ein bisschen was in Energie. Oh, das gibt aber ordentlich, ja, einen ganzen Energiebalken dazu. Und nochmal Geist. Geheimnis des Tees. Gelb, ich hätte gedacht, das ist blau jetzt, aber okay. Cool. Also, es nützt nichts. Wir müssen sehr viele Erdgötter finden. So, dann schauen wir noch mal, was wir an Kraft
Pillen, da können wir sogar nur... Ah. 3 Stück können wir herstellen. So, was ist das? Elixier? Elixier schwach. Bringt wenig Gesundheit und Magie, wirkt belebend und halt Körper und Geist. Achso, Elixier ist wahrscheinlich sowas wie Lebensamulett. Ne, will, dass dir etwas Gesundheit zurückgibt, wenn du erschöpft bist. Einmal nutzbar. Geisterkristallblüte. Blütenartiges Kristall. Enthält Sehen zum Generation weniger roter Sehen. Aha, okay. Amulette, Exorzisten, Seelenfresser. Was ist das denn? Generiert eine moderate Schockwelle um dich herum. Getroffene Feinde erzeugen einige rote Seelen. Kraftmesser. Trompetenbaum. Ach so. Man kommt Trompetenbäume. Kann man herstellen. Um halt. Also von den einen Pflanzen kann man die Trompetendinger herstellen. Ist ja sehr lustig. So, gibt es hier irgendwas? Ah, guck mal, da oben ist schon wieder ein Erdgott. Da gibt es Blumen. Hä, das. Warum haben wir das nicht alles gesehen? Hm. Ja, es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Erdgötter es gibt, ne? Wie viele es davon geben mag, dann könnte man ja herausfinden, wie viel Energie. Ah, okay. Bessere Kombo, eine Vierer-Kombo. So.